Ich bin schon entfernt. Jetzt kommen wir zur Startnummer 30. Okay, Rennverlauf war bis jetzt prima. Super Strecke. Der Fahrer ist der Herr Bernd Schreck aus Ballstein. Und Sie sind aber jetzt nicht extra von Paris hier angereist, sondern heute da. Angereist aus Paris. So, nochmal Cockpit gefahren. Weit im A1. Baujahr 1964. Mercedes Benz, Jeep, Willys, M1201, Baujahr 1958.
Dann wünschen wir euch für die weitere Fahrt noch viel Spaß. Restaurationszeit 10 Jahre, so hat es gemacht. Startnummer 47. Alles klar. Der Startnummer 65. Ebenfalls aus Ballstein, 173. Hat eine 2,4 Liter Maschine bei 150 PS. Wie war der Rallye-Verlauf bisher? Martin Trautz aus Leingarten, mit Tanja Bonert ebenfalls aus Leingarten, mit ihrem Triumph MK4. Das Auto hat schon was gesehen, sozusagen. War schön, ein bisschen hat es getröpfelt, aber davon muss man jetzt sagen, Schwitze im Auto. Also auch wieder ein Vorteil. Okay.
unserem Herrn Michael Schäfer aus Bad Wimpf. Hammermäßige 7,4 Liter Maschine drin bei 360 PS. Neupreis liegt bei 2.900 Dollar. Der heutige Fahrzeugwert wird geschätzt, ich schätze mal, das werden Euro sein, 35.000, oder? Seltenes, aber also gute Technik. Wie ist gelaufen bisher? Und Beifahrerin Evelyn Gassenberger, ebenso eine hammermäßige 3,4 Liter Maschine drin bei 250 PS. 7,4, was habe ich gesagt? Nein, Entschuldigung, 7,4, sorry, Lesefehler. Okay. Nicht in die Frau daneben, ist erst okay, Fahrzeugwert 2,1. Wo ist das Auto? Wie ist gelaufen bis jetzt? Super, Leipzig war ein paar Regen trocken. Kann ja nicht alles haben, ein tolles Auto und immer schon. So, jetzt kommen wir weiter zu der Startnummer 101. Wir haben hier den Herrn Anton Lindner aus Bedelbach. Im weiteren Verlauf noch viel Erfolg. Wir sehen uns in Hilsfeld. Wie? Merkel. Der Herr Merkel sitzt daneben. Das ist praktisch was vergessen. Dabei. Wir haben hier den Herrn Joachim Schmidt. Ihr fahrt einen Peugeot 504. Ein Meter im Baum. Wir machen weiter mit der Startnummer 99. Ich bin hier Mercedes-Benz. Hallo. Thank you.
Wir haben hier den Herrn Oliver Walter aus Ilzwitz. Und ist im Originalzustand. Okay. Gibt es noch ein Rätsel in der Fahrzeug? Ja, das ist einer von der letzten. So, jetzt kommen wir zur Startnummer 102. Das ist der AS. So, hier steht. Und der Mann hat einen gehabt, der sagt den Schlag, er macht es selber. Ja, also die sehr informativ, alles klar. Wie hat es geklappt bisher? Okay, 4 Volt, genau. Dann wünschen wir...